Dankeschön und herzlich willkommen bei Belzig hält sich. Und heute unterhalte ich mich mit drei Frauen. Und da bin ich meiner Zeit weit voraus. Das entspricht einer Frauenquote von 100%. Ja, ja. Ja, das ist doch gut, oder? Drei Frauen, drei Gästinnen. Was jetzt noch stört, das bin ich. Aber ich verspreche Ihnen für 2015, ich bring mich hier auch noch weg, ja. 2015, ich verzichte auf jeden Jahresrückblick. Ich hasse Jahresrückblicke. Ich möchte nach vorne schauen, in die Zukunft schauen, ins neue Jahr schauen. Und was kommt in der Zukunft und was kommt im neuen Jahr? Die Frauenquote, ja. Und ich bin dafür, wirklich. Ich habe mal gelesen, die kollektive Intelligenz einer Gruppe ist umso größer, je mehr Frauen sich in der Gruppe befinden. Und ich möchte auch gerne mal wissen, wie es hier heute bei Ihnen im Saal um die kollektive Intelligenz der Gruppe bestellt ist. Bitte mal alle Frauen, bitte mal den Arm heben. Alle Frauen den Arm heben. Oh, das schaut gut aus. Aha. Und danke, ich habe es gesehen. Und jetzt bitte alle Männer den Arm heben. Ha? Oh, doch, sehr viele Männer, das ist lästig. Da muss ich heute wieder langsamer sprechen. Ja, die Frauenquote. Also es ist wirklich bewiesen, je weniger Frauen in einer Gruppe sind, umso größer ist die Schlichtheit des kollektiven Denkens. Und das hat man jetzt wieder bei der Union gesehen, die jetzt plötzlich große Bedenken hatte gegen die Frauenquote. Gerade die CSU hat eingewandt, das könnte eine Belastung sein für die Wirtschaft. Frauen als Belastung, das ist eine sehr männliche Sicht, weit verbreitet, gerade hier im katholischen Bayern, ja, wo man ja immer sagt, die Ehe ist heilig, aber Weiber müssen sich rechnen. Ja? Und die CSU möchte natürlich nicht die Wirtschaft belasten, sondern die Ausländer mit der sogenannten Ausländermaut. Die kommt auch 2015 und jetzt ist es endlich auf dem Tisch. Diese Ausländermaut ist nämlich und wird nämlich gar keine reine Ausländermaut. Ja, ich habe überlegt, wo ist der Trick? Ja, und der Trick ist folgender. Die Mauterhöhungen, wenn die Maut dann erhöht wird, die Mautsätze, wird der deutsche Autofahrer natürlich nicht entsprechend entlastet. Das heißt, wir alle werden dann natürlich mehr zahlen. Und immer habe ich gegrübelt, wie machen Sie es, wie legen Sie uns rein? Und so legen Sie uns rein, Sie sind wirklich begnadete Hütchenspieler. Die SPD war ja absolut gegen die Autobahnmaut für Ausländer. Und jetzt ist sie dafür, das ist klar, ein astreiner Deal war das mit der Union, zwischen SPD und Union. Ihr bekommt die Ausländermaut und wir bekommen die Frauenquote. Und jetzt werden viele in ihrer kollektiven Schlichtheit sagen, an der Frauenquote sind nur die Ausländer schuld. Und was heißt jetzt Frauenquote überhaupt? Ab 2016 müssen 30% der Posten in Aufsichtsräten von DAX-Unternehmen mit Frauen besetzt sein. Und wenn sich keine Frau findet, muss der Stuhl leer bleiben. Zwei Stühle müssen dann leer bleiben. Der Stuhl einer Frau und der Stuhl eines Mannes muss dann leer bleiben. Also ein großer Fortschritt. Und was hat jetzt die armutsgefährdete alleinerziehende Mutter von diesem Fortschritt? Einen Dreck hat sie davon, weil es nämlich der armutsgefährdeten alleinerziehenden Mutter schnurzpiep egal sein kann, ob ihr Schicksal von Männern oder von Frauen ignoriert wird. Ja? Und dann habe ich mal nachgeguckt und gesagt, wie schaut es denn bei mir in der Sendung mit Frauen aus? Ja? Und dann habe ich in das Jahr zurückgeblickt und ich war direkt beschämt. Ich war beschämt. Ja? Ich hatte ohne die heutige Sendung mitgerechnet, hatte ich 23 Gäste und davon waren 19 Männer und nur 4 Frauen. Ja. Ja. Da haben Sie recht, das ist indiskutabel. Und dann habe ich zum ZDF gesagt, also passt auf, ja, ich erpresse euch jetzt. Ja. Und ich habe gesagt, wenn ihr mir im nächsten Jahr nicht mindestens in jeder Sendung eine Frau reinsetzt, dann lasse ich den Stuhl auch leer, ja, dann räume ich meinen Täschler auf und sage einfach mal 12 Minuten gar nichts. Dann bleibe ich stumm. Ja, so habe ich gedroht. Ja. Und dann hat das ZDF geantwortet, die Aussicht, dass ich die Klappe halte, fänden Sie nicht uninteressant. Ja? Also, hat nichts genützt dabei. Hören Sie, das ist... Nein, 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 ist nicht wichtig. Das ist nicht lustig. Dabei wäre das Thema Gleichstellung, das ist so wichtig. Ja? Da müssten wir uns viel mehr Gedanken machen, auch so, auch in unserer Sprache, was wir sagen, die Sprache ist männlich. Sprache ist männlich und deswegen hat die Stadt Nürnberg ja auch vor einiger Zeit einen Leitfaden herausgebracht für eine geschlechtergerechte Sprache, für eine faire Sprache. Ja? Und ich habe mal ein paar Beispiele aus dem Leitfaden der Stadt Nürnberg. Zum Beispiel, jeder ist eingeladen. Was ist daran falsch? Klar, dass jeder, alle sind eingeladen. Ja. Oder, ja,
Zufahrt nur für Anwohner. Was ist hier falsch? Der Anwohner ist falsch. Das heißt, Zufahrt nur für Personen, die in dieser Straße wohnen. Ich gebe zu, das wird eng auf dem Schild. Ja? Und machen wir uns nichts vor. In der Metropolregion Nürnberg, der Heimat von Lothar Matthäus, wird es am Ende ja dann doch hinauslaufen auf Zufahrt nur für Personen, die wo in dieser Straße wohnen. Ja? Also, was meinen Sie dazu? Geschlechtergerechte Sprache, faire Sprache, gefällt mir oder gefällt mir nicht? Hä? Abstimmung? Hä? Finden Sie das gut, sowas? Aha, ja. Überwiegend angenommen, sehr schön. Die Stadt Dortmund geht ja noch weiter und Sie wollen eine Frauenquote von 50% einführen bei Ampeln. Ja? Und zwar 50% Ampelmännchen und 50% Ampelfrauen. Wobei, ehrlich gesagt, ich fühle mich dann da jetzt auch diskriminiert, weil wenn wir von Ampelmännchen sprechen, möchte ich auch Ampelfrauchen sagen dürfen, ja? Aber dürfe ich nicht. Aber Dortmund geht vor, ja? In den ersten Dortmunder Pilzkneipen spricht man auch nicht mehr vom Zapfhahn, sondern der Zapfhenne. Und finde ich gut, wobei das mit den Ampeln finde ich jetzt fast wegen übertrieben. Also ich finde, wenn man das ändert, dann sollten wir beiden Geschlechtern gleichzeitig gerecht werden, oder? Also eine Lösung für alle finden. Und da habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe mal so ein wenig gemalt. Ja? Was halten Sie von meinem Vorschlag? Bei Rot das da? Und bei Grün das da? Ja? Ja. Ja? Was meinen Sie? Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Gefällt mir oder gefällt mir nicht? Es ist angenommen. Sehr schön. Ja? Dann ich habe vorhin gesagt, ich mache keinen Jahresrückblick, ich mache eine Jahresvorschau auf 2015. Was erwartet uns 2015? Uns erwartet ein Fernsehen ohne Wetten, dass. Ja? Ja, nein, nein. Ich bin traurig. Ich bin traurig, wirklich. Letzte Sendung am 13. Dezember aus Nürnberg. Und ich finde es sehr schade, weil gerade jetzt gäbe es so gute Wetten fürs neue Jahr. Zum Beispiel Wetten, dass der Berliner Flughafen im nächsten Jahr nicht schon wieder 1 Milliarde Euro teurer wird, sondern 2. Ja? Wetten, dass die Europäische Union, die Europäische Wertegemeinschaft, auch im neuen Jahr wieder Tausende von Flüchtlingen im Mittelmeer ersaufen lässt. Und wetten, dass diese verlogene Europäische Wertegemeinschaft deshalb ihren Friedensnobelpreis nicht zurückgeben wird. Hält jemand dagegen? Nein, ne? Würde ich auch nicht. Dann, was erwartet uns noch? Der Mindestlohn kommt, 8,50 Euro. Taxifahren soll damit bis zu 25% teurer werden. Und da muss ich sagen, ja, richtig. Kennen Sie die Stundenlöhne im Taxigewerbe? 3 bis 4 Euro kriegt ein Taxifahrer manchmal nur. Entschuldigung, jetzt habe ich Taxifahrer gesagt, ja. In fairer Sprache muss es heißen, Menschen, die wo einen Beförderungsschein haben und denen, und denen sonst keiner zuhört, ja. Dann 2015 müssen wir rechnen mit Negativzinsen. Negativzinsen, das ist auch so ein Begriff. In fairer Sprache müsste es heißen Positiventeignung. Ja? Und wir feiern nächstes Jahr 2 wichtige Jubiläen, den 200. Geburtstag von Otto von Bismarck. Für die jüngeren Menschen sage ich, das war der erste deutsche Reichskanzler 1871 bis 1890. Und er hat ja die SPD damals verboten, ja, weil er Angst hatte vor der SPD, würde er heute nicht mehr machen müssen. Diese Sozialistengesetze von Bismarck hat ja die Sozialdemokratie gut überstanden und gut überlebt. Dann feiern wir noch 10 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel und davon wird sich die Sozialdemokratie nie mehr erholen. Ja? Also was Bismarck nicht geschafft hat durch Verbote, das schafft sie durch große Koalitionen. Das finde ich genial. Dann müssen wir im Jahr 2015, sagt die Bundesregierung, rechnen mit 300.000 Flüchtlingen, die hier Schutz suchen und ein Grundrecht in Anspruch nehmen. Und bei der Gelegenheit möchte ich mal auf eines hinweisen. Weil darüber wird nicht berichtet. Es gab in diesem Jahr schon bereits fast 90 Anschläge auf Flüchtlingsheime und Flüchtlingsunterkünfte. Attentate, Anschläge, Übergriffe. Ja? Aber es wird nicht berichtet. Und was macht die Politik? Sie reagiert. Sachsens Innenminister Markus Ulbig will Polizeisonderkommandos bilden. Ja. Aber nicht gegen die Attentäter und die Nazis, nein, gegen die Asylbewerber und gegen die Flüchtlinge, obwohl ihm seine eigene Polizei klar gesagt hat, dass es im Grunde kein großes Problem gibt mit der Kriminalität. Aber das ist ihm wurscht. Und warum ist ihm das wurscht? Weil Herr Ulbig will nächstes Jahr Oberbürgermeister von Dresden werden und da braucht er auch die Stimmen von Rassisten. Und Entschuldigung, jetzt habe ich Rassisten gesagt.
in fairer Sprache muss es heißen Arschgeigen und Arschgeiginnen, ja? Obwohl, nein, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Nein, das ist falsch. Das ist falsch, weil die Arschgeige ist ja schon von Haus aus weiblich. Also insofern passt es, ja. Dann wird es natürlich Probleme geben. Es gibt ja auch jetzt schon großen Widerstand im Bürgertum mit den immer gleichen Argumenten. Schauen Sie mal. Ich bin wie Gott kein Nazi, aber die haben ja bei uns nicht verloren. Nachteil, würde ich sagen, ist natürlich auch das, dass wir zu DDR-Zeiten keine Ausländer hier hatten. Wir hatten ja keinen Kontakt mit solchen Leuten. Man sieht jetzt hier auch überall, ja, die kommen her, kriegen gleich Geld, alles Mögliche, während wir Deutsche hier hungern. Ja. Wir Deutsche müssen hungern. Ja. Und der Hunger ist auch im vornehmen und reichen Stadtteil von Hamburg, Harvestehude, ein Problem. Dort nämlich sollen 220 Flüchtlinge unterkommen und die vermögende Anwohnerschaft wehrt sich mit Händen und Füßen im vornehmen Hamburger Harvestehude mit sehr erstaunlichen Argumenten. Es wäre für diese Menschen vielleicht besser gewesen, ein Objekt zu finden, wo sie ihresgleichen in Anführungsstrichen finden, wo sie auch mehr Kontakt bekommen und vor allen Dingen Einkaufsmöglichkeiten mehr haben. Kein Penny, kein Lidl. Und das ist dann schwierig. Also dieser Laden hier, das ist der teuerste in ganz Deutschland. In ganz Deutschland. Der Edeka. Ja. Der Edeka. Der Edeka, das ist der teuerste Edeka von ganz Deutschland. Das muss die doch abschrecken. Vielleicht sollte die EU über den Flüchtlingsbooten im Mittelmeer Edeka-Prospekte abwerfen. Ja? Dass sie wieder umdrehen. Ja, kein Penny, kein Lidl. So schaut das aus, wenn reiche Damen Empathie zeigen. Und ich wundere mich nur noch über eins, dass wir im Duden das Wort Blödmann finden, aber auf den Begriff Blödfrau verzichten müssen. Ja? Und dann, richtig. Kommt nächstes Jahr das Freihandelsabkommen, tritt in Kraft, das zwischen der EU und Kanada. Und dieses Freihandelsabkommen, da sind ja diese Schiedsgerichte jetzt drin. Sie haben darüber sicher gelesen, Privatgerichte, geheime Gerichte, wo dann die Konzerne klagen können. Und es findet alles hinter verschlossenen Türen statt und keiner weiß was. Und die können dann Staaten verklagen und sehr umstritten. Aber Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat ein Gutachten in Auftrag gegeben zu diesen Schiedsgerichten. Ja? Und der Gutachter des Max-Planck-Institutes in Heidelberg ist zu dem Ergebnis gekommen, alles kein Problem, Entwarnung, wir können uns zurücklegen, wir müssen keine Angst haben. Und letzte Woche hat Sigmar Gabriel das nochmal verteidigt, diese Schiedsgerichte. So. Und die Pointe kommt jetzt. Der Gutachter des Max-Planck-Institutes in Heidelberg hat nämlich eine Webseite. Und diese Webseite habe ich besucht. Ja? Und auf seiner Webseite veröffentlicht der Gutachter seinen wissenschaftlichen, seinen beruflichen Werdegang. Der hat ganz schön viel gemacht. Ja? Und da steht dann unter anderem, seit Dezember 2013 Mitglied der Schlichterliste des International Center for Settlement of Investment Disputes. Also der Mann steht genau auf der Liste derjenigen, die solche Schiedsgerichtsverfahren durchführen. Verstehen Sie? Das ist doch drollig. Ein Schiedsgerichtler bekommt vom Sigmar den Auftrag, ein Gutachten zu schreiben über die Schiedsgerichte. Das ist doch großartig. Das ist doch großartig. Ja. Wissen Sie, ich weiß, dass ich manchmal verarscht werde, aber ich wünsche mir dabei einfach mehr Eleganz. Ja. Machen weiter mit unserer Jahresvorschau 2015. Für die Automobilhersteller wird es im nächsten Jahr verpflichtend, in neue Wagen das sogenannte E-Call-System einzubauen. Das ist ein System, das einen automatischen Notruf absetzt, wenn Sie mit dem Auto verunfallen und dann einer Notrufzentrale mitteilt, wo Sie sind. Das klingt sehr praktisch, aber zu diesem System gehört auch ein im Auto verstecktes Mikrofon. Und jetzt hat mich ein sehr aufmerksamer Zuschauer, also ein Mikrofon, ja, dass man sich dann verständigen kann, wenn man irgendwo hängt. Und jetzt hat mich ein sehr aufmerksamer Zuschauer darauf aufmerksam gemacht und hat die Frage gestellt, wer garantiert uns eigentlich, dass dieses versteckte Mikrofon nur sich im Notfall einschaltet?
Eine gute Frage und eine leicht zu beantwortende Frage. Keine Sau garantiert das. Ja? Niemand. In Sachen Datenschutz und Bürgerrechte ist nichts mehr garantiert. Und auch das werden Sie uns wieder als großen Fortschritt unterjubeln, wie Sie uns alles als Fortschritt unterjubeln. Jetzt wieder bei der IFA. Ja? Alles wird vernetzt. Smart Home. Alles wird vernetzt. Der Haushalt wird vernetzt. Der Kühlschrank geht online. Hurra! Er geht online. Er meldet dir auf dein Smartphone, wenn Käse und Brot alle sind. Und alle jubeln. Und die NSA jubelt mit. Ja? Jetzt können Sie auch noch in deinen Kühlschrank reinschauen. Was? Sie essen gerne Käse und Brot zum Frühstück? Ha? Das hat Osama Bin Laden auch getan. Ja? Da gibt es doch gleich mal ein Einreiseverbot in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dann könnt ihr uns auch nicht zuschauen, wie unsere weißen Polizisten schwarze Kinder erschießen. Ja? Nein, ich sage Ihnen, übertreibe ich, wenn ich das sage? Nein. Seit Edward Snowden kann man nur noch untertreiben. Und dazu gehört auch das Folgende, was auch auf uns zukommt, wahrscheinlich schon nächstes Jahr. Die Versicherung Generali bietet in Zukunft eine Versicherung an, für eine Krankenversicherung. Und wer über eine App und irgend so ein komisches Armband, wer seiner Versicherung dauernd sich kontrollieren lässt, ja, was er isst und ob er sich gesund ernährt und genügend bewegt und nicht raucht und Sport treibt, ja, wer sich also seine Daten dauernd zur Verfügung stellt, der bekommt Prämiengeschenke und zahlt irgendwann weniger. Ja. Und jetzt können Sie sagen, wieso, das ist doch gut für die Selbstoptimierung. Ja. Aber wissen Sie, in fairer Sprache müsste es heißen Selbstversklavung. Denn das Ziel ist klar, wer seine Daten nicht zur Verfügung stellt, wird irgendwann mehr zahlen. Und wer stellt seine Daten garantiert niemals zur Verfügung? Alte, Kranke, oder Leute, die zu dick sind oder unsportlich sind und sowas. Ja? Und genau das ist doch interessant. Ja? Die alten Krankenschwachen sollen in Zukunft mehr zahlen. Und ich finde es sehr interessant, eine Versicherung, die den Menschen gegen Risiken absichern soll, will selber kein Risiko mehr eingehen mit dem Risiko. Ja? Und dass deshalb Gesundheitsüberwachung, totale Gesundheitsüberwachung getarnt als freundlicher Service. Und dabei geht es garantiert nicht um das Wohl des Versicherten, sondern ausschließlich um das Wohl der Versicherung, ihrer Aktionäre und der Anteilseigner. Und das sagt natürlich keiner. Nein, sagen tun sie was anderes. Wir meinen es gut mit dir. Wir wollen nur das Beste für dich. Vertraue uns. Vertrau dich uns an. Erzähl uns alles über dich. Und wir sagen dir, was gut ist für dich. Butter. Butter ist nicht gut für dich. Du isst viel zu viel Butter. Wir wissen, dass du Butter isst. Dein Kühlschrank ist online. Vertraue uns, vertraue uns. Dein Vertrauen wird belohnt mit Sicherheit, Geborgenheit und Einkaufsgutscheinen bei Amazon. Amazon weiß, was du willst und wir wissen, was du hast. Mach mit. Du gehörst zu uns. Warum es anders machen als die anderen? Was hast du gegen die anderen? Was hast du gegen uns? Du gehörst uns. Mach's wie die anderen. Sei wie alle. Sei wie alle. Sei wie alle. Haben Sie es gemerkt? Haben Sie es gemerkt? Haben Sie es gemerkt? Genau so funktionieren moderne Diktaturen, ja?